DB-Regio Die DB-Regio AG ist der Zusammenschluss der verschiedenen Regionen der Deutschen Bahn. Geschichte Nach der Privatisierung der Deutschen Bundesbahn wurde der gesamte Konzern in mehrere Teilbereiche unterteilt. Zur Bedienung der regionalen Strecken wurde die DB-Regio geschaffen, die diese Verbindungen anbieten sollte. Dabei muss sich die DB-Regio auf diese Strecken genauso auf die Strecken bewerben, wie es auch die privaten Eisenbahngesellschaften tun müssen und bekommt so auch nicht automatisch den Zuschlag. Die Züge der DB Regio werden nicht durch die Fahrgelder der Passagiere finanziert, sondern von der ausschreibenden Behörde, die auch die Fahrgelder bekommt. Dieser Vorgang ist bei allen regionalen Eisenbahngesellschaften üblich. Fahrzeuge am bekanntesten sind sicher die Doppelstockzüge im Verkehrsrot der DB Regio, die auf größeren Strecken eingesetzt werden. Bei diesen befindet sich das Fahrrad- und Behindertenabteil immer im Steuerwagen. Der Fahrzeugpakt der DB-Regio ist sehr vielfältig und richtet sich nach dem Passagieraufkommen und den örtlichen Gegebenheiten auf der Strecke. Zugklassen -Symbol, -Symbol, 300 BX pipe symbol pipe Reitepipe-Symbol 300bx-Pipe-Symbol Dieseltriebwagen des Typs W, DB-Baureihe 628 Pipe-Symbol VT628 der DB-Regio. Interregio Express, IRE, der Interregio Express ist in einigen Bundesländern der Nachfolger der Interregio-Züge der Bahn AG. Nach der Bahnreform 2002 wurden viele Interregio-Verbindungen eingestellt und teilweise durch Intercity-Linien ersetzt. Viele Linien wurden durch Regionalexpresslinien oder Interregio-Expresslinien ersetzt. Damit wurden beide Zugtypen aus dem Fernverkehr herausgenommen und dem Regionalverkehr zugeordnet. Somit gelten Verkehrsverbundkarten auch für die ehemaligen Interregio-Züge. Die Interregio-Expresslinien haben überregionale Funktion und verbinden verschiedene Ballungsräume miteinander. Regionalexpress (RE) Die nächstkleinere Zugklasse ist der Regionalexpress. Diese Linien haben auch durchaus überregional Bedeutung, verbinden verschiedene Hauptzentren miteinander. Sie halten nicht an jedem Bahnhof der Strecke, sondern nur an den wichtigen Haltestellen. Auch beim Regionalexpress ist der Übergang zur nächstkleineren Zugklasse, der Regionalbahn, fließend. Stadtexpress, See, in einigen Regionen gibt es auch den Stadtexpress. Diese halten nur an wenigen Bahnhöfen des s bahnnetzes netzes und außerhalb an jeder Haltestelle. Regionalbahn, RB, die Regionalbahnen haben meist nur regionale Bedeutung. Sie halten in der Regel an jedem Bahnhof der Strecke und sind daher auch langsamer als etwa ein Regionalexpress auf der gleichen Strecke s bahn sam pipe symbol Ride pipe symbol 300bx-Pipe-Symbol S-Bahn der DB-Regio Hannover. In den meisten Großstädten und Ballungsräumen betreibt die DB-Regio auch die S-Bahn. Sie fahren meist auf dem Steckennetz der deutschen Bahn AG im esch mit dem Fernverkehr und verbinden die Städte mit dem Umland. Hamburg und Berlin hat ein eigenes Schienennetz mit seitlichen Gleichstromschienen, das meist parallel zu den Ferngleisen liegt. In Frankfurt, Stuttgart. München und Leipzig werden die Linien im Zentrum gebündelt und fahren unterirdisch durch das Zentrum. Busse-Tochterunternehmen der DB-Regio wie beispielsweise Regionalverkehr Oberbayern, Markenname Oberbayernbus, erbringen in Deutschland Leistungen im Regionalbusverkehr. Diese sind in den neuen Lackierungen optisch den Regionalzügen der DB-Regio angedelegt. Passagierklassen. Alle Züge der DB-Regio verfügen ähnlich der Fernverkehrszüge sowohl über die zweite als auch über die erste Beförderungsklasse. Ausnahme sind verschiedene S-Bahnen, welche ausschließlich über die zweite Klasse verfügen, beispielsweise die S-Bahnen in Hamburg, München, Berlin sowie teilweise die S-Bahn Köln. Ausländische Nahverkehrszüge, welche nach Deutschland verkehren, verfügen teilweise ebenfalls nur über die zweite Wagenklasse. Beispielsweise die Nahverkehrszüge der österreichischen Bundesbahnen, ÖBB, welche grenzüberschreitend nach Bayern verkehren. Bei Zügen der DB Regio, welche ins Ausland verkehren, beispielsweise nach Salzburg, darf das erste Klasse Abteil auch mit Fahrscheinen der zweiten Klasse genutzt werden, während sich der Zug auf österreichischem Staatsgebiet befindet, da im Netz der ÖBB keine ersten Klasse im Nahverkehr vorgesehen ist. Buchungsmöglichkeiten Fahrkarten zum DB Tarif sind an stationären und mobilen Fahrscheinautomaten, in DB Service Stores, in DB Reisezentren, als Online-Ticket, telefonisch unter der DB Service Rufnummer 01806996633 (20 Cent pro Anruf aus dem deutschen Festnetz, maximal 60 Cent pro Anruf aus dem deutschen Mobilfunknetz) sowie in Reisebüros mit DB Lizenz erhältlich. Wird die Fahrt mit einer Fahrkarte eines Verbundtarifes zurückgelegt, gelten jedoch die Buchungs- und Tarifbestimmungen der jeweiligen Verkehrsverbünde. Zu beachten ist zudem, dass in vielen Nahverkehrszügen der Zustieg nur mit gültiger Fahrkarte gestattet ist. Der Nahverkehrstarif der Deutschen Bahn entspricht dem deutschlandweit gültigen Tarif des Tarifverbandne. In den Verkehrsverbünden war eine Buchung früher meist nicht möglich, viele Verbünde bieten den Online-Kauf inzwischen an. Zu beachten ist, dass oft nur relativ passend bezahlt werden kann. Es ist also häufig nicht möglich, eine Fahrkarte für 2,80 Euro mit einem 20-Euro-Schein zu bezahlen. Hat man kein Kleingeld, hat man Pech gehabt. Ohne Fahrschein mitzufahren kostet 60, Euro, es sei denn, man kann glaubhaft machen, dass der Automat defekt war. Defekt heißt aber nicht, dass man nur einen 100-Euro-Schein mitgebracht hat und es deshalb nicht funktioniert hat. Wenn der Kauf einer Fahrkarte aufgrund einer Störung oder eines Defektes an einem Fahrscheinautomat nicht möglich ist und keine andere Kaufmöglichkeit im betreffenden Bahnhof vorhanden ist, besteht die Möglichkeit, die Störung unter der täglich 24 Stunden erreichbaren Störungshotline 08002886644 zu melden. Die Rufnummer ist kostenfrei erreichbar. Bei dieser können ebenso Störungen oder Defekte an Entwertern gemeldet werden. Nach der Meldung des Schadens ist der Zustieg gestattet, jedoch muss der Fahrgast sich dennoch direkt nach Zustieg unaufgefordert beim Zugbegleitpersonal melden. Einzelfahrscheine, Einzelfahrscheine sowie Fahrscheine für Hin- und Rückfahrt zum Tarif der Produktklasse C, IRE, RE, AB und S-Bahn zum DB-Tarif gelten in allen Nahverkehrszügen der DB sowie angeschlossener Privatbahnen im Tarifverband der bundeseigenen und nicht bundeseigenen Eisenbahnen in Deutschland. Stne. Zu beachten sind jedoch abweichende Tarifregelungen, wenn man mit einer Fahrkarte zu einem Verbundtarif reist. Bahncard Die Bahncards 25, 50 und 100 sind bei der DB Fernverkehr erhältlich, bei Tickets zum Nahverkehrstarif der DB sind diese ebenfalls in vollem Umfang gültig, ebenso in den Zügen der Privatbahnen, welche Mitglied im Tne sind. Zu beachten ist jedoch die teilweise angeschränkte Gültigkeit bei Fahrkarten der Verkehrsverbünde bei den Bahncards. In manchen Verbünden werden diese überhaupt nicht anerkannt, in anderen Verbünden gewährt die BahnCard 50 nur 25% Rabatt auf Einzelfahrscheine. Jedoch können auch die Nahverkehrszüge im Eisenbahnverkehr, IRE, RI, RB und S-Bahn, in allen Verkehrsverbünden mit der BahnCard 100 kostenfrei genutzt werden, da hier nicht der Tarif des Verkehrsverbundes, sondern der Tarif der DB zur Anwendung kommt. Ländertickets und quer durchs Landticket im Nahverkehr existieren neben den Tickets zum Flexpreis regionale Angebote wie die Ländertickets. Diese gelten jeweils für ein Bundesland, teilweise jedoch auch in mehreren Bundesländern: Rheinland-Pfalz und Saarland, Berlin und Brandenburg, Schleswig-Holstein und Hamburg sowie Niedersachsen, Bremen und Hamburg. Die Ländertickets gelten von Montag bis Freitag ab 09 Uhr bis 03 Uhr am Folgetag, an Samstagen. Sonntagen und an gesetzlichen Feiertagen ab 00 Uhr bis 03 Uhr am Folgetag. Für die Bundesländer Bayern, Baden-Württemberg und Berlin-Brandenburg existieren auch Nachttickets, diese gelten von Sonntag bis Donnerstag von 18 Uhr bis 06 Uhr am Folgetag, freitags und samstags von 18 Uhr bis 07 Uhr am Folgetag. In Bayern, Baden-Württemberg und Berlin-Brandenburg sind die Ländertickets auch als erster Klasse-Fahrschein erhältlich. Deutschlandweit als Tagesnetzfahrschein gilt das Quer-durchs ticket an einem ausgewählten Tag, montags bis freitags ab 09 Uhr bis 03 Uhr am Folgetag, an Samstagen, Sonn- und Feiertagen ab 00.00 Uhr bis 03 Uhr am Folgetag. Tickets zum Fernverkehrstarif der DB in Nahverkehrszügen: Tickets zum Fernverkehrstarif der DB, Produktklasse ICE, notwendiger Tarif zur Nutzung von ICE, TGV und RJ. Realjet-Zügen, sowie der Produktklasse B, notwendiger Tarif zur Nutzung von Intercity, IC Eurocity, EC, D und NJ, ÖBB Nightjet-Zügen, sind in den Nahverkehrszügen in Deutschland ebenfalls gültig.